Wenn es um Funracer geht, ist Mario Kart 8 Deluxe ja der König der Funracer, zumindest auch auf der Nintendo Switch. Jetzt gibt es aber Konkurrenz in Form von All-Star Fruit Racing. Ich habe das Ganze ja schon mal angespielt und da war mein Eindruck nicht ganz so geil. Jetzt habe ich mich aber eine ganze Weile mit dem Spiel beschäftigt, habe so gut wie alle Cups gefahren und werde euch in diesem Video sagen, ob sich denn mein Eindruck bei dem Test tatsächlich vom Gameplay-Check bestätigt hat oder ob da drin tatsächlich ein gutes Spiel steckt. Also lasst uns loslegen. Ich mag Funracer und ich mag auch Konkurrenz. Natürlich ist Mario Kart wahrscheinlich so objektiv und subjektiv gesehen das beste Funracer-Spiel, zumindest wenn wir jetzt von Mario Kart 8 Deluxe ausgehen. Aber ich mag es, wenn Konkurrenz das Geschäft belebt. Und es gibt ja wirklich durchaus gute Vertreter im Funracing-Genre. Crash Team Racing, Diddy Kong Racing, Snowboard Kids und wie sie alle heißen, sind ja eigentlich gute Spiele. Und nach den Trailern zu urteilen, hatte ich das Gefühl, dass All-Star Fruit Racing eigentlich ein witziges Spiel sein könnte. Zumindest hatte das auf mich den Eindruck gemacht. Dann habe ich das Spiel ja tatsächlich zum Testen bekommen von den Entwicklern, habe das Ganze mit euch angespielt und da gab es so ein paar Problemchen, die dann sich aufgezeigt haben. Und jetzt habe ich mich wirklich einige Tage lang intensiv mit dem Spiel beschäftigt, habe einen Cup nach dem anderen gefahren und kann euch sagen, dass es leider nicht gut ist. Das ist leider sehr, sehr schade, denn All-Star Fruit Racing ist eigentlich vom Inhalt her, vom Konzept her, von dem Ideenreichtum her, von dem Itemsystem her ein richtig cooles Spiel. Ihr spielt tatsächlich, ja wie der Name schon besagt, in einem Fruchtsetting. Das heißt, ihr fahrt durch Milky Lakes, also sprich durch Gebiete, wo Milch und Honig fließen, wo diverse Früchte auf der Straße herumliegen, wo ihr an Riesenkirschen vorbeifahrt oder Ananasbergen. Sehr, sehr cooles Setting. Super unverbraucht hatte man in dem Funracer-Genre so bisher meines Wissens noch nicht. Und auch die Items spiegeln das wieder. Ihr sammelt nämlich unterwegs Bananen, Kirschen, Ananas und Melonen und so weiter auf. Das ist richtig cool gemacht und wie gesagt unverbraucht. Aber da komme ich gleich noch zu den Items. Die Strecken bei All-Star Fruit Racing finde ich persönlich mega. Also mich hat dieses Spiel einfach von dem Design her und von der Vielfalt der Strecken und von der Idee einfach angesprochen. Ich weiß nicht, viele von euch haben ja in den Kommentaren unter dem Gameplay-Check geschrieben, dass es stilistisch nicht ihr Ding ist. Mich hat All-Star Fruit Racing stilistisch voll angesprochen und ich habe voll angebissen. Was die Charakterriege angeht, ist es nicht ganz so geil. Die Charaktere, es gibt zahlreiche, ihr müsst auch viele freispielen, indem ihr die Cups fahrt oder eigene Meisterschaften bestreitet. Aber die Charaktere, obwohl sie unterschiedlich sind und unterschiedlich aussehen und alle auch unterschiedliche Special Moves tatsächlich an den Tag legen, sind sie darüber hinaus nicht unbedingt ideenreich designt und unterscheiden sich kaum. Ja, jeder Charakter hat einen eigenen Special Move, aber das war es auch schon. Die sehen uninspiriert aus, sehen langweilig aus, die Charaktermodelle, und man identifiziert sich nicht damit. Nicht wie beispielsweise bei einem Diddy Kong Racing oder Mario Kart 8 oder unter anderem beispielsweise bei Crash Team Racing, da war es ja so, da hatte man Charaktere, die man alle mochte, die man alle lieben lernte, weil sie natürlich auch aus bekannten Spielen stammten, aber hier sind die Charaktere einfach nur langweilig. Und das gilt auch für die Cards. Die Cards, es sind vorgegebene Cards, die natürlich spezifisch auf jeden Charakter zugeschnitten sind, vom optischen her. Ihr könnt eure Cards aber auch in der Werkstatt ein bisschen anpassen. Ihr könnt die Räder ändern, die Felgen ändern, die Farbe ändern und so weiter. Alles schön und gut, aber es macht keinen Sinn, dass es ändert sich nichts. Die Cards spielen sich allesamt gleich. Sie spielen sich allesamt gleich, egal wie ihr die moddet. Ob ihr denen jetzt große Reifen verpasst, kleine Reifen, völlig schnuppe, die fahren sich alle gleich. Da haben sich die Entwickler leider nicht viel Mühe gegeben und das ist sehr, sehr schade. Also halten wir bis hierhin fest, die Strecken sind mega cool, die Charaktere, die Fahrer eher weniger und die Cards auch, aber jetzt kommen wir mal zu den Items und da finde ich, ist das Ganze ein richtig cooles Spiel und eine richtig coole Idee, die dahinter steckt, die ein Alleinstellungsmerkmal mitbringt, denn auch bei den Items dreht sich alles um Früchte. Ihr sammelt Früchte auf den Strecken, die sind allesamt verteilt und es gibt unten rechts im Bild vier Früchte.
Fruchttanks, die ihr mit dem Aufsammeln der bestimmten Früchte füllen könnt. Ist ein Fruchttank voll, verbindet er sich mit einer Hauptkapsel. In dieser Hauptkapsel wird eben das Item generiert. So, das bedeutet, je nachdem, welche Früchte ihr aufsammelt, kann es passieren, dass ihr andere Items bekommt. Ihr könnt auch alle Fruchttanks gleichzeitig füllen und per Knopfdruck die Früchtetanks zuschalten oder abschalten von dem Haupttank und könnt so beeinflussen, welches Item ihr bekommt. In der Situationsabhängig reagieren, und das macht eine Menge Spaß. Die Items an sich sind zwar jetzt nichts Ordinäres, es gibt die Items, die die Gegner verfolgen und treffen, es gibt die Items, die die Gegner nicht verfolgen, ähnlich wie beispielsweise die grünen Panzer bei Mario Kart. Es gibt Items, beispielsweise Eiswürfel, die ihr zurücklegt, wie so eine Art Bananen, wo man reinfahren kann. Es gibt Items, die sehen aus wie Magnete, die können dann die Gegner anhalten und zu sich ziehen. Also alles, was man so eigentlich aus anderen Fun Racern auch kennt, nur halt mit dieser Fruchtthematik. Nichts Wildes funktioniert aber. Die Idee aber, dass ihr situationsabhängig diese Items bestimmen könnt, ist richtig cool. Und für all die, für die diese Idee jetzt nichts ist, es gibt auch einen Modus, der nennt sich Random Juicer. Das ist dann so ähnlich wie Mario Kart. Das heißt, ihr fahrt auf Fragezeichen Items quasi, und dann werden die Items, die ihr bekommt, zufällig generiert und ihr könnt die dann verschießen. Alles ganz cool, und die Idee einfach, dass man diese Früchte zuschalten kann, wie einem geliebt ist, ist super genial und wie gesagt, eigentlich auch richtig cool. Wenn da nicht die Unzulänglichkeiten bei All-Star Fruit Racing wären. Und jetzt kommen wir mal zu den richtig doofen Dingen. Denn All-Star Fruit Racing ist eigentlich, wie ihr bisher gehört habt, ein ganz cooles Spiel mit einer richtig coolen Fruchtthematik. Aber das Spiel ist auf der Nintendo Switch absolute Grütze. Es läuft super unfertig, hat meines Erachtens irgendwie ein Speed von 20 bis vielleicht 25 Frames, obwohl es auf anderen Konsolen beispielsweise mit 60 Frames läuft, haben die Entwickler es hier nicht geschafft, das zumindest mit konstanten 30 Frames abzuliefern, was wirklich schade ist. Es gibt Pop-Ups, es gibt Aliasing, es gibt die Schattendarstellung, ist ein Graus. Die Schatten bauen sich 10 Meter vor euch konstant über die gesamte Strecke auf, und das nervt tierisch. Das hat mich schon beim Gameplay-Check genervt und das hat mich bei jedem Rundkurs, bei jedem Lab genervt, und das ist mit das Schlimmste, was mich bei diesem Spiel nervt. Aber es geht weiter. Es gibt beispielsweise sehr schlechtes bis gar kein Trefferfeedback. Ihr schießt eure Items ab oder werdet getroffen und das Ganze ist stumm. Also es gibt kein Feedback, es gibt noch nicht mal Soundgeräusche, die suggerieren, dass ihr getroffen wurdet oder dass ihr einen Gegner getroffen habt. Alles fehlt. Soundgeräusche fehlen meist komplett. Wenn ihr über die Ziellinie fahrt, kommt ja normalerweise in anderen Fun Racern so ein Jingle, dass jetzt das neue Lap beginnt, die neue Runde beginnt. Das fehlt hier komplett. Werdet ihr getroffen, gibt es keinen Sound. Es ist total kurios. Fahrt ihr an die Bande, gibt es keinen Sound. Werdet ihr anderweitig gebremst, gibt es keinen Soundeffekt, der euch das suggeriert. Und das nervt total, weil es einfach ein Gefühl vermittelt, als ob das Spiel einfach unfertig auf den Markt geworfen wurde. Ich meine, das Problem mit diesen Sounds und mit dem fehlenden Trefferfeedback haben die anderen Konsolenversionen auch. Aber es läuft auf den anderen Konsolen halt alles rund. Hier leider nicht. Und das ist wirklich technisch miserabel, wenn man bedenkt, was für starke Konkurrenz auf der Nintendo Switch besteht. Das geht doch nicht, dass man als Entwickler so ein unfertig, schlecht portiertes Spiel auf eine Nintendo-Konsole schmeißt, obwohl man ja genau weiß, hey, da gibt es Mario Kart 8 und wahrscheinlich kommt Ende des Jahres ja auch Sonic und Sega All-Star Racing draus. Was will man da erwarten als Publisher? Natürlich wird das Spiel auf der Nintendo Switch mega floppen, und das i-Tüpfelchen ist, dass das Ganze noch 40 Euro kostet. Ganz ehrlich, wenn das Spiel rundlaufen würde und vielleicht auch einen Online-Modus hätte, den es auf der Nintendo Switch nicht hat. Das Ding hat keinen Online-Modus. Alle anderen Konsolenversionen und auf PC haben Online-Modus, aber die Nintendo Switch-Version nicht. Laut Entwickler wird das nachgeliefert, aber die sollten mal gefälligst zigtausend Patches rausbringen, um diese ganzen technischen Unzulänglichkeiten zu patchen. Dann würde es eventuell Spaß machen, aber 40 Euro selbst dann ein etwas hoher Preis. Maximal 29, eher 20 Euro würde ich für dieses Spiel ansetzen und es dann auch wirklich empfehlen können, wenn denn die ganzen technischen Unzulänglichkeiten behoben werden würden mit Patches. Aber für 40 Euro und jetzt vor allem in diesem Zustand ohne Online-Modus, mit diesen ganzen grafischen Fehlern, mit diesen ganzen Glitches, ganz ehrlich,
Finger weg. Behaltet lieber Mario Kart weiterhin im Modulschacht und wie gesagt, demnächst kommt ja auch Sega und Sonic oder heißt das nur noch Sega All-Star Racing, irgendwie sowas. Also der dritte Teil des Sonic Racers, der Ende 2018 erscheint, da sind wir definitiv besser bedient und wer weiß, was dazwischen noch alles kommt. Aber All-Star Fruit Racing ist leider auf der Nintendo Switch nicht gut. Wenn ihr eine PlayStation 4 besitzt und eine Xbox One unter vielleicht Steam, dann könntet ihr euch das angucken, denn es ist vom Setting super cool, wie ich finde, und ist ein netter Funracer, aber nichts Weltbewegendes. Kein Hidden Gem, kein Kaufgrund oder so. Es ist ganz nett, wenn es nicht diese totalen technischen Fehler hätte, die es auf der Switch hat. Also Finger weg auf der Switch. Im Handheld-Modus beispielsweise läuft das ein bisschen besser, aber auch nicht, dass man es empfehlen könnte. Wer es auf dem Fernseher spielt, der wird ein Ruckelfest erleben mit Pop-Ups, mit Aliasing, also Treppchenbildung und mit diesem deftigen Schattenproblem. Und das ist sehr, sehr schade. Das war meine Meinung zu All-Star Fruit Racing. Jetzt habe ich mich ein bisschen ausgelassen über das Spiel, aber man hat es ja schon im Gameplay-Check so ein bisschen gesehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen warnen, nicht 40 Euro für dieses Spiel auszugeben. Wartet lieber und ich denke auch, dass das Spiel, wenn es nicht gepatcht wird, so schnell wie möglich, dann auch ziemlich rapide fallen wird im Preis. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr zu All-Star Fruit Racing steht. Vielleicht habt ihr es ja tatsächlich schon auf den anderen Konsolen gespielt. Dann da auch gerne in die Kommentare posten, was ihr dazu sagt und wir quatschen darüber. Ich bin jetzt aber erstmal weg, wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Adios. Euer Andi.